Jede Sekunde werden wir fetter. Denn unsere Aufgabe ist es heute, so viele Pommes zu essen, wie es nur geht, um schlussendlich einfach mal der fetteste Roblox-Spieler aller Zeiten zu werden. Deswegen lasst jetzt alle ein Like da, denn ein Like ist gleich eine Pommes-Packung für mich, die ich essen werde. Und ein Abo könnt ihr auch da lassen, denn für jedes Abo esse ich einen dicken Big Mac. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! So Leute, wir sind direkt in Roblox angekommen. Und ihr könnt es schon sehen, ich habe schon den richtig dicken Bauch. Da befinden sich schon die ein oder anderen Pommes drin. Und darauf erstmal eine Pommes. Denn ihr seht es, für jede Sekunde, in der wir hier etwas essen, werden wir einfach immer fetter und fetter. Also wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr, werden wir wirklich auch immer größer. Der Bauch wird immer größer. Und vielleicht haben wir irgendwann so einen großen Bauch, dass er über die ganze Karte hier reicht. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel. Deshalb werden wir auch gleich die ein oder anderen Robux ausgeben, um hier auch so schnell wie möglich dick zu werden. Aber noch kurz zur Info für euch. Wir können auch einfach andere dicke Spieler hier wegboxen, ne? Und somit einfach deren Pommes klauen, um noch schneller dick zu werden, ne? Deshalb, vielleicht finden wir hier direkt den allerersten, den wir wegboxen können. Und solange wir den ersten Gegner suchen, können wir nebenbei ein paar Pommes essen. Ich meine, das ist ja heute unsere Aufgabe. Und ich sag euch ehrlich, das dauert mir hier irgendwie auch viel zu lange. Ich glaube, wir müssen hier direkt bis zur Nachhilfe. Ich guck mal ganz kurz. Man kann sich hier nämlich zum Beispiel auch richtig coole Haustiere kaufen. Das werden wir gleich machen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Und zwar kaufen wir uns als allererstes erstmal unendlich Essen. Weil ich meine, ich habe keinen Bock, immer einkaufen zu gehen. Deswegen kaufen wir uns erstmal unendlich Essen. So, das hätten wir einmal gekauft. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Pommes, die wir hier in uns reinsnacken können. Aber ich glaube, wir brauchen noch was anderes außer Pommes. Vielleicht ein paar Big Macs oder sowas. Deswegen lasst uns einmal in den Shop gehen, denn ihr seht, es gibt hier wirklich noch richtig viele coole Items. Und zwar haben wir zum Beispiel einfach mal doppeltes Essen. Bedeutet, wir werden doppelt so schnell dick. Das heißt, das wird sich auch direkt gekauft. So, jetzt bekommen wir schon mal doppelt so schnell einen dicken Bauch. Das heißt, ihr seht hier, pro Pommes bekommen wir plus 2. Ihr könnt es auch oben links sehen, wir sind gerade mal 28 Pommes dick. Ey, das gibt's nicht. Warum dauert das so lange, Mann? Ess mehr Pommes, Junge. Ey, wisst ihr was? Vielleicht müssen wir uns einfach direkt mal das erste Haustier hier kaufen, damit wir hier ein paar Bonuspunkte bekommen. So, hier, guckt euch mal an. Guck mal, wie dick der schon ist. Was der für einen Bauch hat, Mann. Das heißt, wir gucken mal hier. So, denn ihr seht, ich habe jetzt gerade meinen dicken Bauch verkauft und habe dafür ein paar Münzen bekommen. Und mit diesen können wir uns jetzt quasi diese Haustiere kaufen. Aber damit wir hier nicht wieder von vorne anfangen müssen, ne? Würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal ganz kurz mal 50 Essen für die nächsten 30 Minuten hier. Einmal kaufen. So, und jetzt seht ihr schon, guckt euch das an. Ja, so muss das. Zack. Ey, guckt euch an, wie schnell das jetzt schon auf einmal geht hier. Zack, zack, zack. Boah, wir sind gleich schon ein paar tausend Pommes angekommen. Also wir haben gerade wirklich einen riesengroßen Sprung gemacht mit dem Upgrade. Ha, gleich bin ich hier der Größte und hab den dicksten Bauchbahn. So, und by the way, ihr seht auch, es gibt hier so verschiedene Inseln. Zum Beispiel für die da drüben braucht man, ich glaube, 100.000 Pommes. Und wenn man da quasi Pommes isst, bekommt man 3000x, also 3000 mal so schnell einen dicken Bauch dazu. Das bedeutet, wir müssen erstmal einen Spieler bauen, Junge! Ey! Junge, der hat mich klein gehauen! Ey, der ist viel kleiner als ich gewesen, ne? Komm her, 31er, Junge, ich box dich weg, Mann! Aber warum ist der so schnell? Ich glaube, der hat irgendwie so einen Schnelligkeitsboost. Das brauchen wir auch. Junge, bleib stehen, du wirst jetzt weggeboxt von mir hier. Zack, Junge, zack! Zack, mach ich mit dir. Aber ich glaube, er ist weg. Das heißt, wir müssen auch so einen Schnelligkeitsboost kaufen. Wo gibt's das? Schnelleres Essen, das hier vielleicht? Das kostet auch nochmal 350 Robux. Ey, ihr dürft das auf keinen Fall so nachmachen, Leute. Das ist viel zu teuer, was ich hier mache. Aber das haben wir uns auch gekauft. Dann würde ich sagen, kaufen wir so einmal VIP, was auch immer mir das bringt. Ey, ich weiß es nicht. Aber wir kaufen es trotzdem. So, und ich glaube, der hat das hier gehabt. Doppelte Geschwindigkeit. Ich kaufe das auch mal. Tempo-Boost. Ich glaube, dann können wir auch so schnell laufen. So, zack. Ja, guck mal. Ha! Jetzt kann ich auch so schnell laufen. Nom, 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 Junge. So dick ist das. Ja, hier. Komm her, Junge. Jetzt boxe ich dich weg, Mann. Der ist in das blaue Portal reingegangen. Wartet mal. Wir gucken mal, wo es da hingeht. Wo kommt man da raus? Oh nein, was ist das denn? Da braucht man 10.000 nur. Das kriegen wir doch easy hin. Wartet mal. Ich glaube, wir müssen einfach ganz kurz ein paar Haustiere kaufen. Dann bekommen wir nämlich auch mehr Pommes dazu. Also einen dickeren Bauch quasi. So, wartet. Ich glaube, die müssen wir jetzt hier aufmachen. Weil ihr seht, die kosten nämlich Münzen hier. Die kosten 600 Robux. Wie viel kostet das hier? 100.000? Wie viel kostet das hier? Auch 500 Robux? Ja, ich würde sagen, da kaufen wir uns auf entspannt 3 Stück, Leute. Hä? 1.500 Robux. Das ist gar nichts, Junge. Das kaufen wir uns. Also, das macht ihr natürlich nicht zu Hause nach, Freunde, denn ich habe jetzt hier einfach
3 richtig krasse Haustiere bekommen. Keine Ahnung, ob die krass sind. Wir rüsten die jetzt mal aus hier. Zack, ausrüsten. Zack, ausrüsten. Zack, ausrüsten. So, jetzt gucken wir mal. Und, oh, was? 775.000. Guck mal oben links, Leute. Wir sind gleich 5 Millionen Pommes-Stick. Wir haben gerade so einen Sprung gemacht. Also, das war gerade geisteskrank, weil wir haben ja einen 50x-Boost. Dann jetzt hier diese krassen Haustiere nochmal gekauft für 1500 Robux. Und jetzt sind wir einfach gleich schon 20 Millionen Pommes-Stick. Ey, ich snack die gerade so in mich rein. Guckt euch das an. Nom, 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 nom. Oh mein Gott, wir sind gleich die dicksten hier. Ich glaube, jetzt kommen wir auch easy auf so eine Insel drauf. Wir haben bei uns so ein neues Feature bekommen. Was ist das hier? Boah, wir können jetzt auch einfach so treten. Wartet mal hier. Junge, ich zertrete dich, Junge. Komm her. Ey, Junge, warum hat er mir schon wieder geboxt? Ey, ich check nicht, warum ist der stärker als ich? Aber egal, komm, Freunde, wir gehen jetzt hier einmal auch in so ein Portal rein. Wir gehen mal in die Wüste hier. Mal gucken mal. Wüste kommen wir, glaube ich, easy hin. Ihr seht, ich weiß gar nicht, haben wir easy freigeschalten, ne? Und ihr seht schon, hier bekommen wir pro Pommes 15 Millionen. Oh mein Gott, wir haben einfach 150 Millionen Pommes. Digga, wie schnell geht das hier? 200 Millionen gleich. Also ihr seht, wir machen gerade solche Sprünge, das ist nicht mehr normal. Und das ist gerade erst der Anfang. Wie gesagt, ich will hier heute der fetteste Roblox-Spieler aller Zeiten werden. Das heißt, das war's noch lange nicht, Freunde. Wir gucken mal in den Shop rein. Wir brauchen natürlich erstmal hier ein bisschen mehr Platz für noch mehr Haustiere. Das heißt, ey, ich habe gerade schon wieder 7000 Robux ausgegeben, aber egal. Ich kaufe das hier alles, um der Dickste zu werden. So, es gibt nämlich so Ultra-Haustiere. Zum Beispiel hier eins für 2400 Robux. Ihr dürft das wirklich auf keinen Fall nachmachen. Das ist so geisteskrank viel Geld. Ich habe gleich schon 100 Euro ausgegeben. Aber deswegen lasst auf Ehre jetzt mal einen Daumen nach oben da. Denn wir kaufen uns jetzt hier dieses Haustier. Das Eisunsterblich heißt das. Und ich glaube, das gibt uns einfach einen 4000x-Boost nochmal. Digga, wir haben uns gerade so ein krasses Haustier gekauft. Oh mein Gott. Ihr seht es hinten. Ich habe es ausgerüstet. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel Pompoms bekommen wir? 3, 2, 1. 23 Millionen? Digga, wir haben gleich einfach 1 Milliarde Pompoms, Leute. Hier, gönnt euch das mal. Keiner kann uns mehr aufhalten. Wir werden hier der dickste Spieler in ganz Roblox. Hier 817 Millionen, 840, 900 auf ganz entspannt. Und dann haben wir hier einmal auf süß die 1 Milliarde voll gemacht. So, ich kaufe mir auch direkt mal hier so ein paar Münzen, ne? Hier, wir können uns 233.000 Münzen kaufen. Nochmal für 1800 Robux. Ihr dürft das nicht nachmachen. Nochmal 1800 Robux ausgegeben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auch mal ganz kurz klein. Denn dann können wir den da vorne wegboxen. Ihr seht, man kann sich nämlich auch klein machen, damit man hier schneller laufen kann. Aber wir wollen ja allen zeigen, wie groß und dick wir sind. Deswegen verwandeln wir uns einmal. Aber wir gehen einmal hier zur Spawn-Insel, denn wir können uns jetzt hier richtig viele neue Eier kaufen. Ich meine, wir haben uns ja richtig viele gekauft. Das heißt, wir gucken einmal. Wir können jetzt hier so ein Sommereck aufmachen. 2 Stück. Ich würde sagen, wir öffnen das erste. Und was bekommen wir? Nur ein seltenes Pet. Das war nicht so gut. Aber wir können noch eins aufmachen. 3, 2, 1. Und was bekommen wir als nächstes? Bitte was Gutes. Ah, Sommerpanda. 2 seltene. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut die sind. Wir rüsten die mal aus und... Die geben uns nur 15x. Warum nur 15x? Okay, das bringt uns ja gar nichts, Digga. Das bringt uns 4000x und die 15. Das können wir eigentlich löschen, ne? Ja, schade, Leute. Aber egal, wir gucken jetzt mal hier in die Zuckerrausch-Map rein. Da kommen wir nämlich noch nicht rein. Ich muss mal gucken. Dafür brauchen wir ein QN. Das ist, glaube ich, 1 Quadrillion. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Leute. Ey, warte mal. So, dich box ich weg, Junge. Sammel! Nee, jetzt reicht's mir hier, Leute. Jetzt reicht's mir. Hier, ich gehe jetzt hier in den Pet-Laden rein. Hier kann man sich nämlich auch noch cooles Essen kaufen. Zum Beispiel gibt's statt Pommes hier noch Apfelkuchen. Ey, was gibt's hier alles? Birnen? Sandwich, komm. Wir gönnen uns mal ein Sandwich. Das kostet 3,8 Millionen. Okay, das ist ein bisschen teuer. Wir können uns hier so ein Eis kaufen. Hier. Jetzt haben wir einfach so ein riesen Eis in der Hand. Lecker, lecker. Wartet mal, schaut mal. Wir machen 200 Millionen, wenn wir dieses Eis essen. Ey, das ist so krass. Okay, wir gucken mal. Kommen wir in die Spooky-Map rein? Nee, aber wir kommen auf die Vulkan-Map. Wir gucken mal, wie viel wir hier auf der Vulkan-Map bekommen, wenn wir essen. 3, 2, 1 und... 2,1 Milliarden! Digga, es ist so krass. Guck mal durch diesen Boost hier. Hier ist sogar gerade ein Spieler. Warte mal. Den punchen wir weg. Komm her, Junge. Zack, zack, zack. Mach uns kurz klein. So, jetzt. Bam, bam. Komm her, Junge. Bam. Hier ist gleich tot. Ja. Komm her.
her, komm her, komm her, komm doch. Hä? Digga, er ist abgehauen, Leute. Wir haben ihn verjagt. Wir haben jetzt die Insel für uns komplett alleine. Und guckt euch das mal an. Hier kann man sich auch so Pets kaufen. Oh, die sehen krass aus. Lava-Ei, 100.000. Ich glaube tatsächlich, wir kaufen uns nochmal lieber so ein Ultra-Haustier. Und zwar kaufen wir uns nochmal das hier für 1.000 Robux. Da bekommen wir nochmal 1.000 X. Deswegen würde ich sagen, das kaufen wir uns auch direkt. Bam, Junge. Das rüsten wir aus. Nächste Haustier, Koloss Knight. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir bekommen. 2,2 Billionen. Ah, nee, sorry, Milliarden sind das, Freunde. Beim Englischen sind Milliarden Billionen, deswegen. Aber ihr seht's, wir haben gleich einfach die 100 Milliarden voll. Das Eis gönnt hier auf jeden Fall richtig rein. Wir machen uns auch erstmal wieder groß hier. Batz. Also ihr seht, wir sind mittlerweile einfach so groß wie der Vulkan. Und es kann hier wirklich keiner mehr aufhalten. Ich hab euch gesagt, wir werden der fetteste Roblox-Spieler. Dann werden wir das auch. So, ich würde sagen, damit das hier noch schneller geht, kaufen wir uns nochmal den Zombie-Schlechter. Der gibt uns auch nochmal ein bisschen Boost. Nochmal 400 Robux dafür ausgegeben. Das heißt, wir rüsten einmal hier das nächste Haustier aus. Batz. Ihr seht ja mittlerweile so viele Haustiere. Und guckt euch das an. Das ist geisteskrank, wie schnell das geht. So, und guckt mal zum Beispiel hier in diese Map. Kommen wir rein, wenn wir 800 Milliarden haben. Da gibt es mal 150x. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir hier die 800 Milliarden Pompoms voll machen. Und dann gehen wir hier rüber auf die Map. So, guckt mal. Ich bin jetzt hier erstmal kurz auf so einer richtig coolen Winterlandschaft. Hier gibt es auch einen richtig coolen Multiplier. Ihr seht, wir bekommen hier pro Eis, was wir essen, ne? Einfach 12 Milliarden, ne? Das heißt, wir machen jetzt hier die 800 Milliarden voll und dann können wir auf die nächste Map. Ich überlege auch gerade, ob wir uns gleich nochmal was Neues zu essen kaufen, weil ihr wisst, das Essen gibt uns ja auch nochmal einen extrem Boost. Nur brauchen wir dafür leider wieder ein paar Münzen, ne? Und die bekommen wir ja, indem wir unser Essen verkaufen, aber das ist nicht schlimm, weil wir bekommen ja dadurch quasi wieder richtig schnell neues Essen dazu. Das heißt, ich mache einmal ganz kurz hier die 800 Milliarden voll. Zack, 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 komm schon! Ess weiter! Du musst fetter werden, Junge! Guckt euch einfach schon mal unseren richtig dicken Bauch hier an, das ist echt nicht mehr normal. Aber, wo kommst du denn her? Ich war gerade ein Spieler, egal. Wir haben die 800 Milliarden gleich geschafft. Komm schon. Ja, wir haben sie. Jetzt einmal schnell zurück zur Spawninsel. Dann verkaufen wir einmal hier alles. Jetzt seht ihr, sind wir wieder richtig klein. Aber guckt mal auf unseren Geldbetrag. Wie viele Münzen haben wir? Okay, warte mal. Ich guck mal, was können wir uns davon kaufen? Warte mal. So, schaut mal, wir können uns nämlich jetzt hier den Blaubeeren-Donut kaufen. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wie viel bekommen wir? 106 Trillionen mit einmal Essen, ne? Guck mal, wie groß wir sind. Ich glaube, wir sind jetzt gerade damit offiziell der Größte hier. Guckt euch das an, wie fett wir sind, Leute. Junge, dieser Donut ist ja richtig overpowered. So, wir gucken mal, ob wir jetzt in den Regenwald reinkommen. Zack. Was gibt's hier für Multiplier? Ich guck mal. Ah, der ist nicht so krass. Okay, wartet. Wir gehen mal rüber in die Wüste. Weil ihr seht, ohne Multiplier bekommen wir 106 Trillionen. Und in der Wüste bekommen wir... auch nur 106, hä? Okay, wie viel bekommen wir hier auf dieser Insel? Wow. Da bekommen wir 2,1 QD. Was ist das denn? Also ihr seht, wir sind hier gerade mit Zahlen unterwegs. Die kann man gar nicht mehr aussprechen. Okay, was bekommen wir hier? Wie viel? 31! Guckt euch an, wie schnell das geht, Mann! Also ich weiß ehrlich nicht, was ich noch dazu sagen soll. Außer, dass ihr euch mal einen richtig dicken Bauch angucken müsst. Da sind nämlich richtig viele Pompoms drin. Und Donuts und Kuchen und was weiß ich. Und Big Macs und keine Ahnung was. Aber ich würde sagen, jetzt hier zum Abschluss verkaufen wir noch mal ganz kurz alles. Zack. Jetzt haben wir 21,5 SX. Was ist denn SX? Was ist das für eine Zahl? Warte. Das kostet 1. Wir können uns das goldene Baguette leisten, Leute. Ich habe mal das goldene Baguette kurz gekauft. Wir gucken mal, wie groß wir dadurch jetzt werden. Warte mal, was? Leute, ich habe keine Ahnung, was das für eine Summe ist. Aber ihr seht, es ist geisteskrank viel. Also ich esse hier so richtig fettes Monster-Baguette. Ich bin einfach mittlerweile so groß wie eine Palme. Und wahrscheinlich auch wirklich aktuell der fetteste hier auf dem gesamten Simulator. Das heißt, das, was ich erreichen wollte, haben wir auf jeden Fall geschafft. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen richtig dicken und fetten Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, was wir als nächstes spielen sollen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.